Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz in diesem Jahr, passend natürlich zum Rückrundenauftakt für die Zweitligasaison 2023/2024. Hier am Sonntag in der Home Deluxe Arena um 13:30 Uhr zu Gast die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir alle erinnern uns an das unsägliche Hinspiel mit dem 0 zu 5 durch die sehr frühe rote Karte. Unser Cheftrainer hat während des Trainingslagers schon mal gesagt, schlechter wird es nicht. Schauen wir mal, wie er gleich auf das Spiel schauen wird. Vielleicht von meiner Seite zunächst, wir haben rund 10.000 Karten momentan verkauft, gehen davon aus, dass etwa 11.000 Zuschauer dabei sein werden am Sonntag. Aus Fürth werden etwa 250 Gästefans erwartet. Unabhängig von der Fürther Anzahl an Fans empfehlen wir den frühen Anreise, denn wir haben ja doch immer wieder eine ordentliche fünfstellige Zuschauerzahl. Das kann auf keinen Fall schaden. Darüber hinaus noch ein Hinweis: Ab 11:30 Uhr führt der Kids Club zusammen mit der Teamgeist Ostwestfalen-Lippe GmbH auf dem Vorplatz einige Aktionen durch. Wir werden das in unseren Kommunikationsmedien noch etwas ausführlicher beschreiben, aber dieser Hinweis an dieser Stelle soll nicht ausbleiben. So, Lukas, bitte deine Vorschau auf das Spiel. Danke, Matthias. Hallo zusammen. Ich gehe von aus, dass es ein sehr, sehr intensives Spiel werden wird. Beide Mannschaften verfolgen einen ähnlichen Ansatz mit sehr hochverteidigenden Ketten, mit aggressiv anlaufenden Offensivreihen. Darüber hinaus wollen beide Mannschaften einen guten Ball spielen, ähneln sich, wie gesagt, in der Spielanlage, ähneln sich aktuell, was die Punktezahl angeht. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ein toller Rückrundenauftakt. Das Vorbereitungsgeplänkel, das ganze Fitschegogel, das ist jetzt vorbei. Jetzt geht es wieder um Punkte. Wir wollen uns messen mit den Besten. Fürth gehört dazu. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir gut in die Rückserie starten, vor allem was die Leistung angeht. Und wenn die Leistung dann auch stimmt, wenn wir die Energie aus den Vorbereitungsspielen mitnehmen können, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank zum Einstieg, Lukas. Dann steigen wir ein in die Fragerunde. Matthias Reichstein vom Westfalenblatt geht voran. Herr Quasiok, vielleicht zum Personal erstmal. Muslia war ein bisschen angeschlagen. Ist er jetzt voll einsatzfähig und voll fit am Sonntag? Was ist mit Martin Enz, der sich ja in der Vorbereitung sehr in den Vordergrund gespielt hat? Ist er erste Wahl am Sonntag? Zum Personal insgesamt, Jannik Huth fällt aus. Jannik Huth hat sich leider schon letzte Woche nach unserer Ankunft im Training, aus dem Trainingslager bei einem Zusammenstoß mit Mathis Hansen verletzt. Wir dachten, dass es nicht so schlimm sei, so ein Zusammenprall. Und ja, hat sich aber leider den Querfortsatz eines Wirbels gebrochen. Das dauert dementsprechend natürlich jetzt ein bisschen länger, ohne da jetzt eine Prognose abgeben zu wollen. Aber der steht uns nicht zur Verfügung, hat jetzt die gesamte Woche nicht trainieren können, hat es versucht zu Beginn der Woche, aber ja, im MRT ist dann eben diese Diagnose dann bei rumgekommen. Ansonsten stehen mir alle Spieler zur Verfügung, auch der Flo, der natürlich jetzt nicht so ganz im Rhythmus ist, weil er mehrere Tage pausiert hatte. Aber grundsätzlich steht er uns jetzt eben auch zur Verfügung. Und bei Martin Enz ist es auch so, er war leicht kränklich, tatsächlich auch die ersten beiden Tage der Woche, hat dennoch alles mitgemacht, aber da hat man schon auch ein bisschen gemerkt, er ist noch nicht ganz bei 100%, das sah heute schon auch wieder anders aus und deswegen ist er definitiv eine Option, genauso wie Flo Muslia auch, aber gerade beim ersten Spiel möchte ich mir ja nicht ganz genau in die Karten schauen lassen und dennoch die Jungs, die jetzt zuletzt auch auf dem Platz standen, die haben es ja nicht ganz so schlecht gemacht. Deswegen wird es da keine Mega-Rotation geben. Vielleicht dann noch zu Flo Muslia, obwohl das dann auch schon in die Richtung in die Karten schauen lassen geht. Wenn er jetzt spielen sollte, dann aber auch fest auf der Schiene links, oder wäre es auch eine Möglichkeit, ihn irgendwo anders hinzustellen, weil ihr habt ja jetzt den Kollegen Zehnter auch. Und noch andere Spiele. Deswegen möchte ich mich da jetzt einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt haben sie schon so lange gewartet auf das erste Spiel, dann kommt es jetzt auf die 2 Tage auch nicht mehr an, bis sie die finalen Informationen haben. Und die möchte ich jetzt einfach auch noch nicht preisgeben, weil ja, der Gegner schon auch vor Aufgaben gestellt werden sollte.
Denn wenn sie eine gute Zuordnung finden, dann sind sie einfach mit ihrer aggressiven Spielweise, mit ihrem aggressiven Verhalten, Anlaufverhalten einfach auch schwer zu bespielen. Und deswegen müssen wir uns diesen Joker noch aufbewahren bis zum Sonntag. Ich habe noch eine Nachfrage zu Yannick. Erstmal sieht das ja so aus, dass er länger ausfällt. Wird der SC jetzt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um nach dem Torwart zu gucken? Das wäre Frage 1. Und Frage 2, am Sonntag wird dann Arne Schulz auf der Bank sitzen? Ja, was die zweite Frage angeht. Und nein, was die erste Frage angeht. Zumindest was den heutigen Tag angeht. Unser Geschäftsführer Sport ist wirklich auch gesundheitlich schwer angeschlagen, muss man wirklich so sagen. Der war jetzt die letzten 3 Tage nicht vor Ort und wir haben jetzt das noch nicht thematisiert, weil es andere Prioritäten gibt, nämlich das Spiel am Sonntag. Und wir werden sehen, was jetzt da noch passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf dem Transfermarkt in Bezug auf die Torwartposition in irgendeiner Form aktiv werden. Aber das ist jetzt ganz ehrlich, ohne mit Benny jetzt gesprochen zu haben, meine persönliche Einschätzung der Situation. Vielleicht blicken wir mal auf Fürth, ein Platz vor Paderborn. Die Vorbereitung von denen lief ja nicht so rund, kein Spiel gewonnen. Auch hinten, gerade im Abwehrverbund, sehr viele Ausfälle, auch durch Afrika Cup und Verletzungen. Wie haben Sie so Fürth wahrgenommen in den letzten Wochen? Ja, sie haben halt eine mutige Spielweise. Und wenn du mutig spielst gegen den VfB Stuttgart, so wie wir halt gegen Heidenheim, dann kannst du gegen Erstligisten auch verlieren. Und Stuttgart ist nochmal eine andere Kategorie als Heidenheim. Und dann wirst du eben auch mal bespielt, hast auf einmal große Räume, wo du halt gegen Zweitligisten Ballgewinn hast. Und deswegen darf man sich davon nicht blenden lassen. Da haben sie schon auch fantastische 20, 25 Minuten gehabt. Da können sie sogar auch in Führung gehen gegen den VfB. Und dann, deswegen meine ich ja so Geplänkel, Fitsche Gogeles, irgendwann spielt dann B11 gegen B11 und dann wird nochmal getauscht und dann bekommt nochmal ein Jugendspieler eine Chance. Das darf man alles nicht überbewerten und Ergebnisse sind da völlig zweitrangig. Was imposant war, war vor allem ihre zweite Halbzeit jetzt auch gegen Basel. Sie hatten einfach auch gute Gegner, so wie wir auch. Ich habe schon auch das Gefühl, dass uns das gut getan hat. Und sie schöpfen natürlich auch aus dieser zweiten Halbzeit einfach sehr, sehr viel Selbstvertrauen, da bin ich überzeugt von, sind insofern ein Step weiter als wir, als dass sie die vielen jungen Spieler, die sie haben, gerade so ab der Sechserposition nach vorne schon in so einem eingespielten Rhythmus haben. Aber ich gebe Ihnen recht, in der Dreierkette wären Sie wahrscheinlich jetzt auch glücklicher, wenn der eine oder andere Spieler Ihnen aktuell zur Verfügung stünde. Aber das ist so, das werden die akzeptieren und haben eben auch in dieser Konstellation Prip, Michalski und Dietz schon auch Qualitäten und Stärken, die einfach jeder Mannschaft wehtun können, also zweifelsohne. Wir sind gewappnet. Und wir freuen uns auf das Spiel, wirklich ganz, ganz selten hatte ich hier so eine Energie in der Mannschaft, bei uns da drüben im Verein, da ist eine Energie aktuell. Ich weiß gar nicht warum, aber ist halt so. Ja, manchmal gibt es gute Phasen, freuen wir uns auf das Spiel und Fürth ist genau der richtige Gegner, um ein gutes Spiel abzuliefern, wildes Spiel und ich habe jetzt einfach kein Ende gefunden und habe einfach weitererzählt. Und jetzt stellen Sie wahrscheinlich die nächste Frage. Eine habe ich noch. Ja, wie wichtig ist denn jetzt der Rückrundenstart? In der Hinrunde haben wir es gesehen, das 0-5, das war natürlich brutal. Man ist da echt auch wegen der Tordifferenz ewig hinterhergelaufen. Jetzt können Sie den 4. Sieg in Folge landen, können Fünfter werden. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir haben 27 Punkte geholt, obwohl wir das erste Spiel in den Sand gesetzt hatten. Ja. Die Dramaturgie dieses Spiels lief komplett gegen uns damals. Insofern ist halt ein erfolgreicher Rückrundenstart in keinster Form wieder ein Garant für eine erfolgreiche Rückserie. Das ist einfach nicht so im Fußball. Du musst es immer so in Etappen sehen und wir haben das in der Vorrunde immer wieder so von Länderspielpause zu Länderspielpause neu bewertet und das haben wir uns auch jetzt vorgenommen. Wir werden einfach diese Rückserie so splitten in zwei Hälften bis zur Länderspielpause, die natürlich jetzt etwas länger geht. Da hast du 9 Spiele, die wollen wir nach Möglichkeit bestmöglich absolvieren, um dann mal über Tabellenkonstellationen und Ziele dann auch uns intern zu unterhalten. Aber es kann einfach in diesen 9 Spielen so viel passieren, dass alles, was du heute sagst, natürlich in der Länderspielpause wieder gegen dich verwendet werden kann.
Und das ist auch unnötig. Es geht um diese neun Spiele, Fürth ist eins davon, aber es wird jetzt weder vorentscheidend in die oder in die Richtung sein. Aber wir wollen nochmal mit einem guten Gefühl, mit einer guten Leistung, mit einer tollen Energie die Zuschauer auch abholen und hier einfach ja, wieder diese Arena zu einer Festung machen. Inwiefern haben Sie denn schon die Startelf im Kopf? Also ich denke so Dreier-Abwehrkette, Mittelfeld, da sind ja die meisten Positionen vergeben, aber gerade im Offensivbereich haben wir ziemlich viel Auswahl, mein Gott. Insofern, ja, sind da noch so Positionen offen oder haben Sie auch schon die Offensivreihe so im Hinterkopf? Also vorne steht, das andere ist noch offen. Aber so ein Kuhn-Kostons beispielsweise ist ja auch schon, wäre der jetzt auch schon so weit für einen Startelf-Einsatz? Oder, Ja klar, der war ja komplett im Spielbetrieb, hat bei uns jetzt zweimal 60 Minuten gespielt. Also der ist topfit, kann spielen. Aber wir hatten ja gestern auch noch eine Trainingseinheit. Und wenn ich dann sehe, wie der Adi Grimaldi sich langsam von den Belastungen des Trainingslagers wieder erholt hat, da ist der wieder marschiert, der macht ein fantastisches Kopfballtor. Also da lasse ich mir noch nicht so klar in die Karten schauen, wer da beginnt und wer das Spiel hoffentlich dann auch ankurbeln kann, wenn er reinkommt. Also da gibt es alle Möglichkeiten, aber vorne weiß ich es auf jeden Fall, nur möchte ich es nicht sagen. So, gibt es noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann denke ich, haben wir für heute erstmal alles abgearbeitet. Unserer Mannschaft wünschen wir die bestmögliche Vorbereitung auf das Spiel. Uns allen eine gute Zeit bis dahin, also bis zum Sonntagmittag. Dankeschön. Tschüss.